So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part sind wir hier beim Brückenbau gestorben, mal wieder. Nein, nicht beim Brückenbau, sorry, das habe ich falsch gesagt. Wir sind beim Irren durch die Landschaften auf der Suche nach neuen Ressourcen, nach Bäumen. Da sind wir drauf gegangen. Jetzt werde ich mal in die andere Richtung aufbrechen. Hier vermute ich nämlich einige mehr Bäume. Die sind alle abgeerntet, da steht nur noch das Laub. Das ist natürlich hervorragend. Ja. Autsch. Nicht Sternzweige. Das ist eher kontraproduktiv. Aber hier haben wir doch jede Menge Bäume. Hier können wir, da können wir doch welche abbauen. Das könnten doch sogar Eichen sein. Eichenholz brauchen wir, um die Brücke weiter zu bauen. Na, du bist doch Eiche, das sehe ich doch. Du bist ein Eiche. Eichenholz. Na, super. Ja, dann bauen wir hier mal ein bisschen von den Bäumen ab. Ein bisschen Holz abbauen. Dann können wir gleich schon weiterbauen. So viel Holz brauchen wir nicht. 2-3 Bäume und dann haben wir wieder ein bisschen. Haben wir wieder was voll. Also eher 3-4. Aber gut. Eine Kuh. Und da ist der verdammte Fichtenwald. Arg. Da sind wir letztes Mal durchgeirrt. Hoffentlich kriegen wir hier auch ein paar Seeds. Können wir hier ein bisschen, müssen wir vielleicht Laub abbauen. Damit wir hier ein bisschen neu pflanzen können. Und wir können ja nicht einfach abbauen und einfach so stehen lassen mit Laub da oben. Wir müssen auch ein bisschen ans neue Pflanzen denken. Damit wir auch später noch Ressourcen haben. Holz ist hier eine schwindende Ressource, wenn man sie nicht mit Seeds neu pflanzt. Dadurch ist sie unendlich, dass man sie neu pflanzen kann. Dass man Seeds kriegen kann. Noch kein einzelner Seed. Hier können wir auch mal hinbauen. Hier in diese Richtung könnte man das Dorf auch mal erweitern. Das wäre mal eine Idee. Hier mal Richtung. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen Bäume abpflanzen, ein bisschen Bäume roden. Na, roden wäre ein bisschen blöd, aber ein bisschen was entfernen und nicht neu pflanzen. Aber gut. Ich versuche jetzt erstmal mit der Brücke Richtung Wüste. Richtung Wirthaus, Richtung Klausens Grab zu gehen. Ja, Part 90 haben wir jetzt. Das wollte ich jetzt auch nochmal anmelden. Wollte jetzt mal groß vermelden. Das war jetzt hier schon den 90. Part von Minecraft Arno feiern. Sind noch 10. Dann haben wir die 100 voll. Ja, ein ewig währendes Projekt auf meinem Kanal. Lange ist es schon her, seit wir den ersten Part gemacht haben. Um genau zu sein, 90 Parts. Oh, ein Seed. Gleich mal einpflanzen. Hier kann ich nicht wachsen, weil so viele Bäume in der Nähe sind. Ja, gut. Ich kann ihn irgendwo anders pflanzen. Wolf. Noch lieb, greif nicht sofort an. Hier ist noch einer. Ein Baum. Seed.
Großartig. Müssen wir mal das Laub entfernen bei Gelegenheit. Und dann können wir hier ordentlich Seeds setzen. Ja, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass ich nicht gedacht hätte, als Minecraft Anno begonnen habe, dass das jemals 90 oder 100 Parts hat. Ich habe es natürlich im ersten Part gesagt, dass das viele Parts kriegen könnte, aber geglaubt habe ich es nicht wirklich. Oh, ein Apfel. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich wirklich, dass hier wirklich in Minecraft, dass ich mich so wohl fühle und da wirklich Bock drauf habe, neue Parts aufzunehmen. Dass das so eine Ausnahmemaß nimmt, habe ich mir nicht erhofft. Aber es ist was draus geworden, wie ihr seht. Und wie ihr seht, feiern wir heute den 90. Part von Minecraft Anno. Boah, das reicht jetzt erstmal zum Bauen. Fast 2 Sticks voll. Ja, seit 90 Parts im Single-Modus. Nennt man das so? Singleplayer-Modus. Singleplayer, ja. So nennt man das. Autsch. Noch ist mir nicht langweilig geworden. Ja, ab und zu schon. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Ab und zu muss man sich ein bisschen motivieren, den nächsten Part aufzunehmen. Aber hat sich bisher immer was gefunden, was wir machen konnten. Auch wenn hier, jetzt muss ich ehrlich zugeben, wenn ich ab und zu mal getrödelt habe, ist ja noch nicht so viel entstanden. Ich meine, wir haben ein kleines Dorf gebaut, wir haben gegen Oguyana gekämpft, wir haben Türme gebaut, wir haben Untergrund Sachen gebaut und also ist schon einiges entstanden. Man könnte jetzt meinen, in 100 Parts oder 90 Parts könnte man schon ein bisschen mehr hinkriegen, ein bisschen größeres Dorf bauen. Ja gut. Bin ich jetzt nicht der hier in jedem Part am Bauen ist und ich sag's mal so, ich strecke nicht die Parts, aber ich mache auch alles in den Parts. Das ist halt das, was dieses Projekt auch so langsam macht. Also, nein, nicht alles, aber also die Untergrundarena, die habe ich offscreen gemacht. Aber ansonsten, alle Bauwerke sind in den Parts entstanden. Das ist vielleicht auch die Besonderheit, dass man das alles nachverfolgen konnte. Alles gesehen hat, wie alles gebaut wurde. Also fast alles. Das auch dabei war, als es gebaut wurde. Andere würden jetzt vielleicht eher dazu tendieren, auch offscreen weiterzubauen und ja, an so einer Brücke vielleicht nicht 10 Parts dran zu sitzen, sondern die in einem Part anzufangen und im nächsten Part dann zu Ende gebaut zu haben, sich aufs Screen dran zu setzen. Aber so bin ich nicht. So ist Minecraft Anno nicht und ja. Dadurch gab es halt manchmal 5-6 Parts, in denen man an einem Stück, an einem Ding gebaut hat. Umso besser das Erlebnis für euch, sage ich mal so, dass ihr das mit erleben könnt. Joa, Themenvideos gab es auch ein paar, einige mit der Zeit, auch aktuelle Themen. Zu Artikel 13 habe ich einiges in Minecraft Anno gesagt. Ja, man sieht die Entwicklung der Zeit auch irgendwie in Minecraft Anno an den Themen. Man bemerkt auch irgendwie, was in der Zeit wichtig für mich war. Und ja, Minecraft Anno habe ich öfters genutzt, um auch ja, meine Meinung zu bestimmten Sachen zu sagen, um ja, mich ein bisschen zu äußern. Daran kann man vielleicht auch ein bisschen
ablesen, was wann zu welcher Zeit war, was mich wo interessiert hat. Wie gesagt, gerade eben zur Artikel 13 Zeit haben wir über Artikel 13 geredet. Ja, ihr merkt es schon, ich mache heute so ein bisschen rückblickweise. Ich gucke so ein bisschen zurück auf 89 Parts Minecraft Anno. Dazu könnte ich mir auch gleich mal hier die Playlist aufrufen. Das ist jetzt hier gar nicht so schlecht. Könnte ich mal gucken, was wir hier schon gemacht haben. Könnte ich mit euch auch offiziell darüber reden. Ich habe ja hier ein Smartphone parat. Da kann man das ja ganz gut machen. Minecraft Anno. Handy zur Seite schieb. Trinkglas daneben wegschieb. Oh, es wird Nacht. Wir sollten uns auf dem Weg nach Hause machen. Ja, Minecraft Anno. In den ersten Parts haben wir natürlich standardmäßig begonnen mit den Überlebensgrundlagen. Bau dir ein Bett. Mach dir ein Dirthaus. Schaff es, eine Nacht zu überleben. Wo wir gerade beim Thema Bett sind. Wir sollten uns, glaube ich, auch eins mitnehmen. Wir sollten uns eins craften und mit auf die Brücke nehmen. Das Zurücklaufen, ja, je länger die Brücke wird, desto kritischer wird das Zurücklaufen in der Nacht. Nein! Wehe! Nein! Er hat die Brücke gesprengt. Nein! Das kann natürlich auch nachts passieren. Dass eine Brücke gesprengt wird. Zum Glück haben wir Holz dabei und können uns rüberbauen. Und werden so nicht vom Weitergehen aufgehalten. Ha! Bist du umsonst gestorben, Creeper? Ja. Also Part 0 von Minecraft Anno war so ein kleines, kurzes, 10-minütiges Vorstellungsvideo mit Trailer. Was erwartet euch? Noch so ein Creeper. Hau es nur ab. Nicht wieder an dieser Stelle. Das Beet haben wir schon repariert. Ja, Part 1 war klassischerweise das Bett bauen. Bis zum Morgengrauen. Das erste Morgengrauen. Ja, wie gesagt, die ersten Parts waren klassischerweise Survivor. Ohne Haus, ohne Bett, ohne Monster in der Nähe. Verdammt. Ja, auch ohne Monster in der Nähe. Doch, wahrscheinlich eher mit Monstern in der Nähe. Viele Monster in der Nähe. Haut ab. Ich will schlafen. Lasst mich schlafen. Ach Mensch. Ja, Klaus das Huhn. Das war unser erstes Haustier, was dann auch mal gestorben ist. Nicht gleich im ersten Part, aber au. Zum Glück kann das Skelett nicht ziehen. Doch es kann ziehen. Es ist in meinem Haus. Raus hier. Raus aus meinem Haus. Das gibt's doch nicht. Ein Monster in der Nähe. Ach Mensch. Wo bist du? Scheiß Creeper. Was ein Dreck. Können wir jetzt endlich mal schlafen? Oder ist das Skelett jetzt immer noch zu weit in der Nähe? Ach, dreckig. Och, Mensch. Wo? Wo bist du? Skelett. Du kannst mich ruhig töten, ich bin ja hier. Bin ja zu Hause. Jetzt hat es ein Loch in die im Boden gerissen. Von wegen Monster in der Nähe. Ich sehe ja nichts. Ach, ich gehe ins Gasthaus. Vielleicht kann ich da schlafen, wenn ich im eigenen Heim nicht mehr schlafen darf. Ja,
sehr schön. Nächster Morgen. Ja, ich werde jetzt nicht jeden Part einzeln durchgehen. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, sonst sind wir ewig noch beschäftigt. Ja, Part 5 waren wir in der Wüste. Part 4 haben wir gelernt zu craften. Dann haben wir uns ein Haus gebaut. Das Haus. Das Haus. Ist schon in Part 6 entstanden. Beziehungsweise Part 7 und Part 8. Erst das Haus. Da sind wir mal auf Wanderung gegangen. Dann sind wir wahrscheinlich gestorben, ohne ein Bett zu haben. So sieht es bei mir aus. Am Anfang bin ich doch sehr, sehr oft gestorben. Oh, die Spinne schwebt in der Luft. Hör auf, in der Luft zu schweben. Fliegende Spinne. Fliegende Spinnen kann ich gar nicht leiden. Stirb. Heute haben es die Monster auch irgendwie mit mir. Ah. Stirb. Stirb, verdammt. Ich habe kein Schwert dabei. Nein, 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 nein. Verdammt. Ja, haben wir die Monster kennengelernt in den ersten Parts. Ach, die Taverne habe ich jetzt zweites gebaut. So ist das also. Zur goldenen Schaufel. Da steht schon eine ganze Weile. Dann hatten wir einen Besuch im Dorf, der sich dann leider sehr schnell auch wieder verkrümelt hat. Wie hieß nochmal? Ich glaube Siegfried hieß das. Hieß der Villager. Da kam es ein bisschen mit Storymäßigem. Da ging es ein bisschen storymäßig zur Sache. Unter Tage waren wir auch. Wir waren unter Tage und dann war Siegfried schon wieder weg. Zwei, drei Parts ist er geblieben. Da haben wir uns die Basis gebaut. Da haben wir uns eine Brücke gebaut. Nee, die Brücke haben wir uns später erst gebaut. Erst haben wir uns die Basis, haben eine kleine Wanderung gemacht und haben uns die Basis ein bisschen weit weg vom Dorf aufgebaut. Und dort ist dann auf mysteriöse Art und Weise ein Netherportal erschienen. Auf mysteriöse Art und Weise. Habe ich gar nicht selbst gebastelt. Nein, wieso sollte ich auch? Ja, gestorben sind wir häufig. Die Knast haben wir gebaut. Feld haben wir angelegt. In Pyramiden waren wir, in Schluchten. Sind in Schluchten gefallen. Die sind da wieder rausgeklettert. Schätze in Pyramiden gefunden. Ja. Auf Wanderung waren wir wirklich ein paar Mal. Ein paar Mal waren wir wirklich mehrere Parts unterwegs. Immer dieselbe Strecke wahrscheinlich. Immer auf derselben Stelle verirrt. Ich verirre mich wirklich jedes Mal, wenn ich auf Wanderung gehe. Und bin dann immer heilfroh, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich dann wieder in ein Dorf zurückkomme. Das ist halt immer irgendwie. Das ist halt irgendwie das Gefühl, was Minecraft ausmacht. Wenn du auf Wanderung gehst und nach einer langen Reise, nach vielen Irrfahrten wieder zu Hause bist und du wieder in deinem Haus, in deinem Bett, in deinem sicheren Quartier bist, halbwegs sicher, wenn kein Zombie kommt, wenn kein Skelett kommt, kein Creeper kommt und dir das Haus in die Luft sprengt. Ja, ich glaube, jetzt sollten wir mal langsam die Richtung machen. Das ist hier die Bucht, in der wir auch in Part 5 losgefahren sind. Und dann, da sind wir in Part 5 Richtung Ende der Welt aufgebrochen. Da war das Ende der Welt und dann sind wir dann links geschifft und haben dort das Gebirge gefunden, in dem wir immer noch nisten. Da sind wir noch nicht von weggekommen. Gar nicht weggekommen. Tja, so ist das halt. Hat man sich einmal heimisch in einem Dorf niedergelassen, geht man da nicht mehr weg. Hat man erstmal ein sicheres Häuschen auf dem hohen Gebirge. Vielleicht werden wir noch irgendwann, ja, Plan des Projekts war es ja von Anfang an, ein Königreich zu bauen und irgendwie so ein bisschen palastmäßiges zu bauen und an einem Gebirge
sich in ein Gebirge irgendwie so ein sowas Erbor-mäßiges, so ein bisschen so einen großen Palast reinzubauen. Jetzt haben wir ein kleines, mickriges Dorf. Naja. Ein Anfangsdorf. Es wird bestimmt noch einige Parts geben und dann können wir vielleicht in Staffel 2 mal das Projekt... Autsch! Ja, das Projekt Autsch angehen. Können wir vielleicht irgendwann mal in Folge 150 oder 160 mal einen kleinen Zwergenpalast bauen. Ich bin da eher minimalistisch, deshalb sage ich klein. Meine Bauwerke sind nicht gerade riesig. Aber ja. Ich überschätze mich dann meistens selbst. Das ist bei mir das Problem in Minecraft. Ich denke, ich habe was Gigantisches gebaut. Ich habe ewig dran gebaut und habe hier wirklich große Sachen gebaut. Und am Ende ist doch ein kleines Hütchen. So sieht's aus. Ja, was Gigantisches haben wir hier auch gebaut. Die Kirche. Ja, so gigantisch ist sie dann doch nicht geworden. Für Minecraft Chimney habe ich dann eine größere Kirche gebaut. Ja, das ist wirklich einiges, was in dem Winterprojekt Minecraft Chimney steht, ist doppelt so groß wie das, was ich in Minecraft Arno gebaut habe. Das war das Adventskalenderprojekt, was eigentlich ein Adventskalenderprojekt werden sollte. Dann aber zu einem 8. Ja, 8 Parts hat gekriegt. Zum 8-Parter wurde. 8 Folgen Minecraft Chimney. Gehört jetzt nicht direkt mit zu Minecraft Arno. Ist aber in einer Playlist mit drin. Ein kleines Winterprojekt Minecraft Chimney. Haben wir einen Ausflug in ein anderes Dorf gemacht. Muss man fairerweise mit zu Minecraft-Projekten mit dazu zählen. Ist Minecraft. Da haben wir in Oguyanern haben wir natürlich gekämpft. Das Anwesen. Festung der Oguyaner. Das Oguyaner Anwesen. Da sind wir kläglich gescheitert. Na doch, nee, da sind wir nicht gescheitert. Später sind wir dann in Part 85, glaube ich, 85 oder 86 waren wir da nochmal und sind dann kläglich dran gescheitert. Das war das. Da sind wir dann getötet worden, überrumpelt worden. Aber damals sind wir rausgekommen. Da wurden wir gefangen gehalten. Nach Minecraft Chimney. Im August anwesend und sind dann dort den Oguyanern entkommen. Ja, vorher gab es noch den Turm. Den habe ich jetzt leider hier überblättert in der Playlist. Damit hat das ganze August-Krams mit der Story sich angefangen. Und da haben die bösen Oguyaner in unserem Dorf Fuß gefasst, indem sie einfach über Nacht einen großen Turm aufgebaut haben. Den haben wir später für die Kirche missbraucht. Mir fällt es gerade selbst auf. Huha. Vorsicht, Zwängel. Vorsicht, pass auf mit deinem... Pass auf, was du sagst. Pass auf dein Wortlaut auf. Pass auf. Manchmal, das kann in die Hose gehen. Ihr wisst, wie ich es gemeint habe. Die haben den Turm abgebaut und daraus die Kirche gebaut. Die Kirche vor das Dorf. Für das Dorf, nicht vor das Dorf. Vor das Dorf, das klingt interessant. Das klingt nach einem Stadtnamen. Vor das Dorf. Da ziehen wir demnächst mal hin, nach vor das Dorf. Muss nachher mal googeln, ob es das wirklich gibt. Gibt es bestimmt. Ja, ein paar Mal waren wir noch auf Wanderung. Das Tutorial habe ich auch in einem Part gespielt. Vielleicht machen wir noch mal ein Part. Das Tutorial ist ziemlich lang. Das geht noch weiter. Ist das, was wir in Part 51 gemacht haben. Da bin ich schon bei Part 51 chronologisch. Ja, und natürlich die Themenvideos, die gab es natürlich auch zu Genüge. Über mich selbst habe ich ein bisschen was geredet, ab und an mal. Artikel 13, wie schon erwähnt. Der Cave,
Ja, die haben wir auch gebaut, die Cave. Runter, unter meinem Keller. Ja, mein Keller ist ziemlich tief. Da geht es unter meinem Haus noch ziemlich, ziemlich weit. So sieht's aus. Da war ein bisschen, da haben wir uns ein bisschen runtergegraben. Ja, also das ist also schon. Mein Dorf ist mehr unter der Erde. Das ist wirklich, kann man wirklich so sagen, ist wirklich mehr unterirdisch als überirdisch. Überirdisch natürlich auch nicht zu missachten. Der Turm, der hat natürlich Ewigkeiten gebraucht. Ja, da, und da waren wir natürlich auch gleich anschließend an der Cave. Da haben wir den Turm gebaut. Unterirdische Gänge haben wir auch genügend gebaut. Der Turm, der hat wie viele Parts gebraucht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdammt! 8 Parts lese ich hier. Jetzt habe ich den Kleber gar nicht mitgekriegt. Habe ich hier kurz weggeschaut. Dann hat er mich hier in die Luft gesprengt. Ich lebe noch. Es wird nachts, ich sollte schlafen gehen. Jetzt am besten hier gleich in die Taverne. In die Taverne brauche ich gerne. Hm. Und hoch hier. Übernachten. Ja, die Europawahl war auch Thema. Da haben wir eine Brücke gebaut. Haben wir Part 69 gehabt. Mal ein bisschen perverse Witze gerissen. Ja, unter Tage wieder ein bisschen nach Schatzschätzen gejagt. Gold und Rotsteinstaub gefunden. Redstone, Dust. Ja. Diamanten haben wir noch nicht gefunden. Das spricht ein bisschen gegen mein Projekt. Dass wir wirklich schon einige Mal unter der Erde waren, aber noch keine Diamanten gefunden haben. Ja, die sind sehr selten und ich bin nicht sehr gut im Finden. Müssen wir vielleicht mal. Und ich will ja dann sofort wieder hoch. Also ich traue mich ja nicht lange unter der Erde zu bleiben. Bin ja dann sehr, sehr schnell wieder oben. Das ist ja mein Ding. Hier einen Baum zu pflanzen ist vielleicht nicht so klug, aber naja. Über die Gamescom haben wir geredet. Gamescom 2019, kurz bevor ich auf der Gamescom war. Ja, da besagte Part 82 war es. Da war ich nochmal im Argus anwesend und habe ein paar Orgulianer gekloppt. Und wurde von Orgulianern gekloppt. Tot gekloppt. Ja, noch ein Ausflug nach Chimney in Part 83. 84 war Heiligabend. 85 ein bisschen Gärtnern hier. Am Feld wieder ein bisschen was machen. Part 86 und 87 haben wir über neue Projekte 2020 geredet. Part 88 haben wir thematisiert, ob man einen Witz über Adolf Hitler machen darf, über Nazis. Fazit darf man. Das kurz zusammenzufassen. Und im letzten Part, in Part 89, hat mich das Spiel verdammt verarscht. Da wurde ich von Minecraft verarscht. Mit dem Birkenwald habe ich hier lauter Birken gesehen und kein Holz gefunden, kein Holz gekriegt. Und heute reden wir ein bisschen über die Parts, die wir bisher schon gemacht haben. So schaut's aus. Und meine Stoppuhr sagt mir, dass wir schon eine Weile aufnehmen. Dass ich gleich mal den Part beenden sollte. Ich baue jetzt hier vielleicht nochmal um die Kurve, wenn ich das schaffe, wenn ich jetzt hier nicht runterfalle und wieder mein ganzes Holz verliere. Ja, so eine Stufe hoch wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Dass wir nicht die ganze Zeit auf einer Ebene laufen. Ja, vielleicht hier mal in die Richtung langsam bauen. Ja, so der Plan. Und dann hier um die Ecke. Muss mal aufpassen, dass man hier nicht rumrennt. Und hier einmal mit Rücke rennt, dass man hier nicht gleich runterfällt beim um die Ecke stürmen. Ja, dann ist doch klar, in welche Richtung es weitergeht. Ich hoffe, ich bin hier richtig. In diese Richtung. Ich baue hier in die richtige Richtung. Mein Gefühl sagt mir, dass es die richtige Richtung ist. Müssen wir dann auf jeden Fall bald auch Geländer dran machen. Wenn wir mit der Brücke weitestgehend fertig sind, dann können wir hier mal
Fangen wir mit dem Geländer an, dass man hier nicht so oft mehr runterfliegt. Ich habe es ausprobiert bei der anderen Brücke, die wir schon gebaut haben. Man muss schon wirklich runterfallen wollen. Ja, so sieht's aus. Wieder Holz verloren. Das kriegen wir halt nicht mehr wieder, weil es mitten in der Wüste ist. Müssen wir halt wieder ein bisschen Bäume abbauen. So viele Bäume sind es nicht, die dran verloren gehen. Das reicht aus. Joa, dann sage ich mal, Däumchen mich noch um, sollte euch dieser Part, dieser 90. Part von Minecraft Arno gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid. Den nächsten Part nicht verpassen wollt, den 91. Part, der auch sehr bald kommt. Und ja, man sieht sich. Bis dahin, habt eine angenehme Zeit und haut da, ne? Hier ist schon ein neuer Baum gewachsen. Tja, ciao, ciao.